Wir wechseln nach der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft. Jetzt hier nächstes Podest. Ein guter Tag heute, oder? Ja, viel, viel besser als gestern. Darauf bin ich eigentlich am stolzesten, egal ob es ein Podest ist oder nicht, dass ich das Ruder rumgerissen habe. Und bei der Kulisse endlich wieder Zuschauer und dann ein Podest. Was will man mehr? Und die Fans haben natürlich das ihrige dazu beigetragen. Die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Team scheint sich auch zu lohnen. Ja, heute mehr für uns, gestern mehr für die Schweizer. Aber ich glaube, es ist ganz cool, können beide Seiten davon profitieren und ich hoffe, dass es in Zukunft auch so weitergeht. Wir freuen uns auf deinen Auftritt morgen beim Super-G auch dabei. Natürlich, mit den Fans natürlich sowieso. Das ist Kira Weidle auf Rang 3. Dann kommen wir zum Rang 2. Mach bitte einen großen Applaus für Ilka Stuet! Bitte, komm zu mir! Herzliche Gratulation! St. Moritz muss ja ein ganz spezieller Ort sein für dich. Du bist hier Weltmeisterin geworden und jetzt heute aufs Podest. Muss ganz speziell sein. Ja, definitiv. Das war mein Fehler. Okay. Ja, definitiv. An Tagen wie diese muss man St. Moritz wirklich sehr, sehr gerne haben. Und wenn man dann auch schnell Skifahrt, dann ist es ein perfekter Tag. Als du ins Ziel gekommen bist, hast du dir einen Kopf gefasst, du hast gelacht und so, mein Gott, wie ging denn das? Hast du dir das selber gar nicht zugetraut heute? Nein, eigentlich nicht, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich fahre überall. Und ich war ein bisschen überrascht, weil ich ins Ziel gekommen bin. Aber ja, sehr, sehr glücklich. Es war schnell. Großer Applaus für Ilka Stuet! So, und jetzt natürlich Vorhang auf für die heutige Siegerin. Gestern schon auf dem zweiten Platz und wir haben die Geschichte alle mitbekommen. Wieso rede ich jetzt eigentlich Hochdeutsch? Hä? Moritz? Hä? So, also, ihr habt es mitbekommen, gestern zweiter Platz bei der Sprintabfahrt. Handbrochen, gestern auf Mailand gefahren zum Operieren, am Abend wieder zurück auf St. Moritz. Heute Morgen, als wäre nichts gewesen, fahrt sie die Abfahrt runter und natürlich, sie gewinnt mit einem grossen Vorsprung. Aus Italien, Siegerin von Weltcup-Abfahrt Nummer 2 in St. Moritz, Sofia Goccia! Verneigen uns vor Sofia Goccia. Sofia, tell me just in short words your last 24 hours. I mean this in the very, very positive way when I say you're a crazy girl. But the last 24 hours, they topped it. It's a movie. My life is a movie. Sometimes I really do feel I am at the cinema. It was a crazy day. But if I could be at the Stargate today, I have to say a huge thank you to all the people who had me out yesterday. I came back as soon as I got at the finish line. I knew I broke my hand while I was coming down yesterday. And then when we came to have an MRI and we saw the fracture, and then we drove to Milan. I got a surgery there with the best chirurgeon. And the best doctor, and then we drove back to St. Moritz, and I was still, I came to Milan this way, actually, really. And I came back in the hotel at 10 p.m. around, and I prepared the stuff. We managed to cut the glow, and today I was really happy after my frisky run because I understood that we found the way to manage to hold the pole, and I can tell you that there was any girl as happy as I was at the Stargate today to compete. So I'm glad of this day. It's an amazing victory. I'm really happy to share the podium with Ilka. It was a long time since we didn't do that together. And also to my friend Kira.
She asked me some panettone from from Bergamo, from Vittorio, because she says it's the best. I brought her five, and now, but I told her 2 days ago, you have to deserve it. And I think now she can have it. Also, Sofia Gottschall in Futterl. Ganz gut zusammengefasst, sie ist super happy. Sofia! Dann würde ich sagen, Martin Walter, deines Amtes, übergib dir Preise. Es gibt auch noch Preise, es gibt auch, there are some prizes to win. Sofia Gottschalk übrigens mit dem heutigen Sieg neu auf Platz 2 von der Weltcup-Gesamtwertung hinter der Michaela Schifrin. Und jetzt natürlich, weil man sich neben der Schweizer Hymne an dieser Hymne auch nicht kann satt hören, zu Ehren von der Gewinnerin, von der Siegerin, the National Anthem, once again, for Sofia Gottschalk. Bravo! Platz Kira Weidle und Rang 2 für Slowenien Ilka Stuetz und Number 1 die Siegerin Sofia Gottschalk.